So, da sind wir wieder. Ich habe einen Stock, ich Yay! habe einen umwickelten Stock, den ich anzünden könnte und noch weiter quasi kombinieren könnte. Ich habe übrigens Zähne, was kann ich denn damit machen? Ich kann damit Ich meinen kann, glaube ich, meinen Hackerbeil Speer werfen, verbessern. habe ich gerade rausgefunden. Ich kann mit meinem Speer nicht blocken, aber ich kann ihn werfen. Guck mal, siehst du, ja, du bist gerade Warte im mal, ich bin Menü, im ne? Menü. Zeig mal. Guck Ist mal, auch so ich habe jetzt dunkel, hier ich mein sehe Speer, nichts. ne? Warte mal, ich mach mal Licht Oh, an. was ist das denn? Was denn? Hast du das? Es hat bei mir wieder gemacht. Nee. Wir sind irgendwo. Da Hörst du oben das nicht? leuchtet's aber. Da oben leuchten welche. Okay, also scheinbar Jetzt, hast die hauen du aber wieder ab. die Optik und ich habe den Sound. Ja, wirklich, bei mir war gerade. Boah, es waren so schreckliche Geräusche. Die sind da oben. Warte mal. Aber jetzt guck mich mal an, hier, Achtung. Block. Wenn du, halt du mal rechte Ja, Maustaste gedrückt, halte ich. dann blockst du, Ach, schau siehst mal, du? tatsächlich. Mit dieser So, und wenn Stock, den ich ich das hier mache, habe. Ja. genau, und wenn ich das mit dem Speer Schau mal, wer da mache. angelaufen kommt. Hinter dir, hinter dir. Wo? Da oben auf dem Berg. Oh ja. Oh, zwei Stinker. Sollen wir ins Haus gehen? Das sind drei. Ja, die hauen wieder Oh ab. Gott, oh Gott. Okay. Die sondieren auch nur so ein Wir bisschen können die fast Lage, ne? schlafen. Die Naga? Magier? Nagia? Oh Gott, ist das aufregend. Okay, also Moment mal. Was habe ich denn? Small Meat. Gucken wir Fire to Eat. Brauche ich jetzt noch nicht. Oh, plus. Kannst du schon? Ich habe übrigens fünf Federn. Kannst du schon? Ich kann dir, glaube ich, Pfeile machen. Ich habe drei Ja. Federn. Kannst du mir Pfeile machen? Oh, Ja, ich jetzt habe höre ich sie jetzt. auch gerade schreien. Die sind Ich habe weiter Pfeile weg. gemacht. Ich habe Pfeile gemacht. Then give Ich me your könnte mir auch einfach mal files. einen Ich Bogen habe übrigens machen. meine komplette Rüstung bei diesem Fall verloren, ne? Oh, Deshalb hatte ich nice. das ja auch überlebt. Hast du noch ein Seil? Warte mal. Nee, aber ich könnte eins craften. Woraus craftest du denn Seil? Aus Cloth. Ah, nee, kann ich das auch selber machen. Na dann nicht. Alles. Haben sich Ah ja. eigentlich, warte mal, haben sich eigentlich unsere Bücher erweitert, was so das Craften angeht, weil wir irgendwie jetzt schon Sachen rausnehmen. Schade. Das finde ich ein bisschen schade, dass die Bücher noch Ich habe nicht jetzt so Pfeil und weit. Bogen. Ich habe mir Pfeile gemacht. Soll ich dir mal ein paar Pfeile geben? Zeig mal her. Ja, gib mir mal ein paar Pfeile. Dann kriegst du zwei. Sind da Pfeile drauf auf dem Tablett? Aber man kann sie wieder einsammeln. Aber wie zielt man denn? Das habe ich auch noch nicht rausgefunden. Man muss wahrscheinlich einfach. Ach du Scheiße, Oh, jetzt. das soll das Zielen sein? Gibt es da kein Zoom, kein Fadenkreuz oder so? Nee, das ist bei so Survival-Dingern Ja, immer. aber ich meine so einen leichten Zoom, wo man hinschießt. Also, ach du Scheiße, da treffen wir noch nie was mit. Oh Gott. Die ganze Aufregung für nix. Nee, da bleiben wir im Nahkampf. So, jetzt gucken wir ganz kurz, was ich mit meiner komischen Axt machen kann. Also, ach, die ist jetzt wieder normal, die Axt, weil ich quasi das Upgrade verbrannt habe. Die kann ein bisschen blocken, macht ein bisschen Schaden und sie hat es recht schnell. Der Stick, den ich upgradet habe, der ist zum Beispiel, macht eigentlich so gut wie keinen Schaden, ist aber super zum Blocken und ist auch verhältnismäßig schnell. Also ich habe zum Beispiel als Vergleich jetzt noch, ich habe den geupgradeten Speer. Er Wie hat hast 1, du 2, diesen 3, Speer 4, gemacht? 5, 6, 7. Der hat 8,5 Punkte Speed. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Punkte in Damage und dafür aber keinen Block. Wie Den hast. hatte ich plötzlich im Inventar. Vielleicht aus zwei Stöcken oder Ach, guck mal, so. aus dem Schädel und aus einem Stock kannst du einen Craft Club machen. Und den kannst du dann wiederum erweitern zu einem Burning Crafted Club. Guck mal, jetzt nehme ich, dann schaue ich mir mal an, was der hat. Ich könnte jetzt schlafen übrigens. Magst du schlafen kommen? Oh, Ich ja. glaube, das wäre gut. Oh nee, oh, warte mal, ich muss vorher essen. Sonst ist das über Nacht bestimmt Schau mal, schon. was ich mit mir rumtrage. Komm mal rein. Warte, ich Oh, ich muss. habe aber auch. Bist du satt Nee, ich und habe hast du auch nichts. getrunken? Haben wir noch was zu Das essen ist, glaube ich. irgendwo? Ja, ich glaube, es hängt noch was im Essenstrockenstall. Das ist bestimmt der Fachbegriff. Ja, ich bin gesättigt. Aber ich brauche ein bisschen Wasser. Kuscheln wir uns jetzt hier zusammen. Ich brauche ein bisschen Wasser.
Das geht mir ja zum Beispiel, finde ich, ein bisschen zu schnell mit dem, wie schnell du wieder Hunger kriegst und Durst. Das stört mich in Survival-Spielen immer ein bisschen. Das geht halt kompletter Tag, ne? Ja, ja, ich weiß, aber das ist ja nicht... Was ist das? Was, warum trägst du denn hier einen Stock mit einem Totenschädel das in unsere ist, das Hütte? Ist mein, das habe ich gecraftet. Das habe ich gebaut. Mhm. Ich finde, das gut, passt aber auch du? Irgendwie ganz gut. Du bist so der Dschungelmann, ich bin so der ich esse Menschenmann. So, es ist jetzt übrigens Tag, also aber ja, Gott, schlafen. Machen wir es mal wie richtige Videospieler und schlafen am Tag. Z, ich habe schlafen gedrückt. Ja, ich habe schlafen gedrückt. Ich bin übrigens, jetzt super hell. Mach schnell die Jalousie zu, ey. Ich habe Reflexionen auf dem Monitor. Was ist denn unser nächstes Ziel? Wollen wir vielleicht noch hier eine Palisade bauen? Ich schau mal ganz kurz ins Crafting-Book. Das Problem ist zum Beispiel auch, unser Futter ist alle. Ja, wir müssten irgendwie auf die Jagd gehen, ne? Sollen wir erstmal auf die Jagd gehen, um wieder ein bisschen Futter... Weil bisher haben die uns ja nachts eigentlich ganz gut in Ruhe gelassen. Ja, es ging eigentlich, ne? Also es war gar nicht so Ich sag mal wild. So, es gibt ja noch die geheime Folge, die wir schon angeteasert haben. Ja. Und in der da, verrückte holla, Dinge passiert sind. Da ist schon ein bisschen was anderes noch passiert. Wir wissen auf jeden Fall, es gibt nicht nur die Gollums. Guck mal, das sieht so geil aus, wie die Bäume umfallen. Oh ja, ich hab's gerade im Hintergrund im Buch gesehen. Auch eine schöne Treppe. Welche? Eine schöne Treppe wäre ja auch was Nettes. Welche Engine ist das eigentlich hier? Ist das? Ich glaube, das ist was Eigenes. Unreal? Ich glaube nicht, dass das Unity ist und das ist auch nicht Crysis oder Unreal. Weil sonst müsste die vorne stehen. Und Unity steht eigentlich auch beim Öffnen immer drin. Ich glaube, das ist was Eigenes. Gibt's denn hier alles? Oh, einen Knochenzaun könnte man bauen. Geil. Brauchen wir da noch irgendwas Sinnvolles? Voll die geilen Abwehrsysteme, die man hier so bauen kann. Total. Ein Boot cool. Hätte ich gerne. Oh, ein Hausboot ist im Multiplayer nicht available. Das Echt? Ist natürlich gemein. Oh, es gibt eine Baumbrücke, also eine Holzbrücke. Oh, also, ein dekorativer Schädel. Das Ding ist so Furniture und so, was man so bauen kann, das ist alles schon irgendwie ganz nett. Eine Skull Lamp, das ist ja geil. Oh, wenn wir einen Pinsel hätten. Es gibt sogar eine Deckenlampe. Wenn wir einen Pinsel hätten, könnten wir. Wir können einen Climbing Rope bauen. Damit könnten wir vielleicht in den Abgrund klettern. Oh, das ist gar nicht schlecht. Dekorativer Skull gibt's auch. Und wenn wir einen Pinsel hätten, dann könnten wir uns ein Übungsziel für Pfeil und Bogen bauen. Ah, hier, Wall with Door. Guck mal, da könnten wir hier... bist du das? Ja. Also die Schau mal, ich habe uns hier einen dekorativen Schädel ans Haus gebaut. Schön. Ein Katapult. Ich finde, sowas kann man auch mal gebrauchen. So, was kann man noch alles bauen? Oh, ein Gazebo. Also hier so ein Garten. Weißt du, was wir glaube ich, mal bauen sollten? Ist tatsächlich ein Garten. Ja, wer weiß, was. Oh, Fallen kann man auch bauen. Boah, das ist ja Wahnsinn, was man da alles spannend. Bauen kann. Das ist ja der Hammer. Aber nee, schau mal, ein kleines Raft kannst du bauen. Das Hausboot geht nicht im Multiplayer, aber ein kleines Raft würde gehen. Okay. Small Garden, was kann man denn da reintun? Den könnten wir ja einfach hier so hinstellen. Ja, deshalb, das dachte ich halt, dass das wäre gar nicht so dumm, sowas zu haben. So, jetzt haben wir hier einen kleinen Garten. Da kann man bestimmt irgendwas dann pflanzen. Ach, warte mal, hier. Upgraded Spear. Nee, Moment. Ach so, aber da wird nicht gesagt, wie man den Speer überhaupt erstmal herstellt. Ich hab ganz viel Hunger. Ich verhungere übrigens gerade hart. Warte mal. Wir müssen mal ein bisschen jagen. Ja, ich verhungere noch nicht hart, aber... Ja, ich fürchte, wir müssen mal jagen gehen. Erstmal was trinken. Bin jetzt im Jagdmodus. So, nochmal was trinken. Oh, trinken wäre schlau gewesen, das habe ich nicht gemacht. Ja, ich bin voll mit Stein. Hier sind wir ja lang geflüchtet, ne? Hier noch so. Haben wir irgendwie alles Viehzeug ausgerottet, was es so gibt? Ich glaube, ich habe was gepflanzt, ehrlich gesagt, in unserem Beet. Das Gefühl. Okay. Also irgendwie waren da so eine Anzeigen. Komisch. Naja, egal. Genau, jetzt erstmal Futter jagen, oder? Bisschen. Ja, normalerweise gibt es doch hier immer 1000 Viecher. Bisschen den Bauch vollschlagen. Hier mal eine andere Waffe.
gibt bestimmt irgendwie eine Taste, um schneller mit den Waffen das durchzuwechseln. Aber ich habe sie noch nicht so richtig gefunden. Ich will wissen, wie man einen Speer baut. Das kann ja auch nicht so schwer sein. Eigentlich ist doch ein Speer nur Stock und Stock. Kannst du nicht einfach zwei Stöcke kombinieren oder so? Ist das das? Ich weiß es nicht. Nee, zwei Stöcke. Komischerweise zwei Stöcke zusammenpacken ergibt gar keine Kombinationsmöglichkeit. Und ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass ich den Stock zusammenpacke und die Axt. Aber das ist es auch nicht. Und er kann auch komischerweise aus den Stöcken, sagt er mir in der Standardeinstellung, nur... Warte mal, ich könnte... Ah ne, das ist eine Craft. Stöcke und Stoff vielleicht, dass die zusammengebunden werden? Stöcke und Stoff. Nee, Stöcke und Stoff ist erstmal noch gar nichts. Aber Stöcke, Stein und vielleicht Cloth zum Zusammenbinden? Nee. Nee, das ist groß nichts. Diese Spielwelt ist, das ist echt abgefahren. Aber hier sind doch sonst überall so Viecher, wie kann das denn groß sein? Ist die, glaube ich, aber noch gar nicht. Oh, ich habe das Vorderteil von unserem Flugzeug gefunden. Warte mal, wo bist denn du? Oh, geil. Moment. I'm coming. Ich muss gerade mal gucken, ich muss essen. Es ist erstaunlich wenig Tierkram jetzt tatsächlich unterwegs. Ja, ich habe jetzt gerade einen Schokoriegel und noch eine Pepsi getrunken, weil ich die noch hatte. Oh, ich hätte so gerne einen Schokoriegel jetzt. Kann ich dir geben. Oh, ich muss mal Pause gucken. Ich glaube, in dem Kühlschrank waren noch Milchschnitte. Die Ansage war, ich kann hier im Kühlschrank alles leer essen. Freue mich schon. Hab schon angefangen. Und morgen bestelle ich mir geil was zu essen. Freue mich auch schon drauf. Weil Geld haben sie uns auch noch liegen lassen. Die müssen öfter in Urlaub fahren. Wollen wir um nichts kümmern. Außer um die Katzen. Ja, das ist doch. Hast du dich nicht eben beschwert, dass du so wenig Zeit hast? Wär doch einfach hauptberuflich Katzenhüter. Stimmt. Boah, geil. Dann können wir schön zocken. Die schlafen vor allen Dingen auch echt immer viel. Guck mal hier, hier ist der Rest von unserem Flugzeug. Was mir ja auch passt. Ja, oh, hier sind Schaltkreise. Und ein Pilot. Was sollen wir eigentlich? Ich will ja nicht derjenige sein, der immer meckert, aber was sollen wir denn hier mit Schaltkreisen? Oh! Alter Lachs! Was? Ich hab ne Pistole gefunden. Ne Flare Gun. Ich hab auch eine. Mit fünf Flares. Da kommt nämlich mal ein bisschen Flair in die Geschichte. Ich sagte, ich hab dich gewarnt. Nee, es ist. Ich bin genau wie du durch die Toni Schweiger Schule gegangen. Muss das witzig finden. So, jetzt sollen sie mal kommen. Hier, bei Michi und Daniel traue ich mich meistens gar nicht, irgendwie was zu sagen, weil die sind beide so lustig. Und das ist echt immer, man hat da echt immer Minderwertigkeitskomplexe, das ist so krass. Ja. Das könnte man jetzt so interpretieren, als würdest du sagen, dass ich nicht lustig wäre. Doch, du bist auch lustig. So meine ich das jetzt nicht. Aber es ist halt so, das ist halt schon so ein bisschen so dieses, ja, weiß nicht, ist halt anders. Oh, hier ist ein Hase. Anders. Hase. Ich? Oh, nee. Hasi. Nee, hier war Hase, lief gerade ein Hase. Oh, er ist weg. Aber wir haben doch Pfeil und Bogen sonst auch noch. Ja, klar, weil wir bestimmt hier jetzt einfach, das kann nicht sein. Ah, da vorne ist der Hase. Weil wir bestimmt mit Pfeil und Bogen hier irgendwas reißen würden. Ich hab einen Vogel gefunden. Der kriegt jetzt. Den aber nicht mehr. Er macht Geräusche. Oh, es ist dunkel. Fuck. Fuck. Wo bist denn du? Ich bin hinter dir. Ich wollte Vögel jagen, nee. Aber... Ach doch, da bist du. Ich wollte Vögel jagen, aber die sieht man im hohen Gras. Ja, im Dunkeln ist ja auch ein bisschen, da lauern. Ist ja auch ein bisschen schlecht. Dabei wissen wir doch alle, dass im hohen Gras Pokémon lauern. Ja, jetzt spätestens mit Pokémon Go. Ja, da weiß ich nicht genau, ob ich das... Oder, also, da bin ich schon cool so drauf finde, gespannt, oder? Wenn die ersten Kinder von Bussen und so überfahren werden, weil sie die ganze Zeit auf ihr Handy gucken und das Pokémon Go dann mit Augmented Reality, so rum, dann irgendwo in die Welt gesetzt werden und dummerweise ist es ein Bahnübergang. Ja, ich glaube mal, hier können wir... Weil das ist ja die Idee in dem Spiel, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, die Frage ist halt nur, wie gut das mit dem Kämpfen dann wird. Ne? Ja, das frage ich mich jetzt auch die ganze Zeit. Du, wie bist du da hochgekommen? Da kannst du so... Oh, ich hab Beeren gefunden. Wenn man sie isst,
Verliert man ein bisschen Hunger, aber dann schüttelt man sich ganz herzlich. Bären oder Bären? Bären. Ach, Bären. Ich habe einen Bären gegessen. Aber wenn es jetzt Bären gewesen wäre, dann wäre ich nicht gekommen. Nam, 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 nam. Oh Gott, das also ist die so blöden Hasen, ohne Pfeil und Bogen zu erwischen, ist echt blöd. Warte mal, wir können ja gucken, ob im Flugzeug nicht noch irgendwas war. Das ist nämlich hier oben. Ja, und wo ist das? Mal. Schau mal hier oben. Ist da unser Flugzeug? Ja. Ach krass. Wir haben Sticks and Stones gefunden. Ja, wir könnten auch mal so ein Lager von den alten Kannibalen hier raiden. Die haben es auch nicht anders verdient. Hier geht's übrigens nach unten, ne? Hier ist schon gleich das Loch. Ich habe hier essbare Pilze gefunden. Ja, das schüttelt er sich aber auch. Ich habe gerade welche gegessen. Das mag er auch nicht. Oh, hier ist noch ein Essen. Haha. Oh, schau mal, man kann diese komischen Dinger von denen zerschlagen. Diese komischen, Ist da ein Haus von denen? Nee, diese Totems. Diese Warntotems. Ich habe einen von denen zerschlagen. Oh ja. Und... Es gibt Sticks und mehr Rocks kann ich nicht tragen. Oh, hier ist ein Haus von denen. Warte mal. Es muss übrigens auch irgendwo, wir müssten mal die Küste ablaufen, es muss irgendwo ein Schiff geben. Ein Boot. Das haben wir nämlich letztens schon gesehen. Und auf dem Boot war der Kassettenrekorder. Ach Gott, wo bist du denn jetzt? Ach, tatsächlich, hier ist ein Haus. Wird verrückt. I'm getting crazy. Nichts verrückt. Ich kann das alles nicht mehr nehmen, ich bin komplett überladen. Ich auch. Wohnen hier nicht die Stinker? Die müssten doch hier wohnen, oder? Ich zerschlag denen hier alles jetzt. Mein Speer macht übrigens... Oh, ich habe Medikamente gefunden. Was sagst du? Dein Speer macht? Mein Speer macht Peitschengeräusche. Macht ja, genau. Ja, Mann! Das sage ich ihr auch immer. Hey, mein Speer macht Peitschengeräusche, willst du mal? Ach je, jetzt habe ich es erst verstanden. Ja. Also man muss die Geschichte in der richtigen Tonlage erzählen, dann funktioniert das. Ich habe ein Bein gefunden. Schau mal, die. Oh fuck, oh fuck, 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 fuck. Oh Gott, der hat einen Knüppel. Was machen wir? Das sind drei. Sollen wir wirklich angreifen? Okay, du bist ja mutig. Oh, 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 mich hat einer von hinten angegriffen. Oh, das ist eine Frau, das ist die erste Frau. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, wir müssen sie niederschlagen, sonst wird das hier nichts. Ah, sie haben mich getötet. Ich hab die Frau. Klar. Was sonst? Hauptsache, okay, ich hab sie in die Flucht geschlagen. Warte mal, ich guck mal, ob ich dich wiederbeleben kann. Okay, ich hab sie alle, ich hab sie alle. Ich hol dich wieder, ich hol dich wieder, ich hol dich wieder, ich hol dich wieder. Was hast du für eine Power-Weapon, dass du die alle, töten konntest? Was heißt hier, du hast sie alle? Halt Highskill. Nee, der ist geflüchtet. Ach, so. Tot. Das cool. Hat die Rattenbande jetzt davon. Cool. Was leuchtet? Hier, guck mal, das hier ist der Leuchtstab. Ich nehme mal einen mit. Den können wir ja kochen. Hier, siehst du, der leuchtet halt, ne? Nee, der leuchtet bei mir jetzt nicht, der Typ. Gehen wir nach Hause und kochen den. Ja, aber guck mal auf das. Ah, ne, da hinten ist unser Zuhause. Puh, es war ganz schön knapp. Oh, hier ist übrigens wieder einer. Jetzt ist wieder einer hier. Lass mal rechts neben dem Haus vorbeilaufen. Neben dem Haus? Neben dem Flugzeug. Da hinten laufen sie. Vorsicht, Vorsicht, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Siehst du? Ja, ja. Oh, es sind mehrere. Fuck. Ich bin so verletzt, dass sie mich umbringen. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ich sehe halt nichts. Okay, bei mir geht's noch. Naja, weil ich so verletzt bin. So. Okay, ab nach Hause, oder? Ja. Ach, scheiße, schon wieder, der ist der Nächste. Ah, jetzt schreien sie schon, sie schreien schon. Oh Gott, das ist so gruselig. Fuck. Oh, ich hatte kurz befürchtet, dass die halt keine Challenge mehr sind irgendwie, aber die sind schon ein bisschen... Ja, ja, die machen ja, schon. War da links nicht in den Krater? Ich kann auch voll lange sprinten. Bist du noch fit? Ja, ja, ja. Oh, ja. Okay, also ich bin jetzt nicht der unsportlichste einer, aber mit
so einem Johnny auf der Schulter könnte ich, glaube ich, nicht so lange spielen. Hier liegen übrigens noch Koffer rum. An dem Wasserloch hier. Ich glaube, wir sind total vollge... vollgestopft. Ach, schau mal, hier ist ja schon wieder unser Zuhause. Okay. Man kommt hier dummerweise nur nicht so direkt runter. Muss man so einen kleinen Umweg laufen. Es gibt relativ wenig Fallschaden. Du kannst dich einfach den... Hab mich gerade einfach den Wasserfall runtergeglitscht. Ja, ich bin aber auch schon kurz vor tot. Na gut, dann pass lieber auf. Ich mach schon mal das Feuer an, ja? Ich bin übrigens covered in blood. Oh, das ist, es gibt eine Infection, ne? Genau, deshalb muss ich jetzt schon mal kurz ins Wasser gehen. Aber mach schon mal das Feuer an, dann kann ich meine Leiche da reinwerfen. Versuch's, aber... Dann gibt's wieder was Leckeres zu essen. Lecker, lecker, lecker. So, da ist das Feuerchen an. Drop them like it's hot. Warum will er nicht? Ich hab nur Durst. Ich bin nicht covered in blood gewesen. Warum brennt der nicht? Ah, jetzt brennt er. Was ist jetzt los? Was war denn das gerade? Hast du es gehört? Ja, ja. Das Frauenschreien, ne? Ja, das komische Lachen. Ein ganz ekliges Lachen. Ich habe ganz ekligen Kram in meinem... Was denn? Plötzlich taucht aus... Oh, warte mal, hier sind 1000 Federn. Plötzlich taucht aus dem Dunkel vor mir ein Typ mit einem Feuerzeug auf. Was ist das? Warum wirfst du Steine weg? Da steht der Sticker. Da stehen zwei. Oh, okay, okay. Okay, ich hab ihn vertrieben. Ein Speer ins Gesicht ist übrigens ein One-Shot. Echt? Ja. Koch ihn. Alter, wie krass, guck mal hier. So viele Knochen, wie wir jetzt haben, müssten wir doch eigentlich langsam uns so eine Knochenmauer bauen können. Oh, oder eine Knochenrüstung erstmal. Das finde ich auch cool. Ich habe so ein Turbo, Alter. Was hast du? Ich habe den super Block-Knüppel, habe ich dem Typen abgenommen. Der hat Blocken voll, weil da eine Hand dran geschraubt ist. I shit you not. Das ist so geil. Oh, was ist denn das? Coneflowers kann man zu einem Energy-Mix mit irgendwas verbinden. Die Frage ist nur, mit was? So, jetzt ist es mal höchste Lizard-Skin-Zeit. Ich habe übrigens das Problem, woraus besteht denn die Bone-Armor wohl noch, außer Knochen? Weil... Das ist wieder Rabbit. Stimmt, die wollen noch irgendwas anderes haben, ne? Bone-Armor reicht ihnen nicht. Ach, Klos. Ah, Stoff. Ja, jetzt habe ich... krass. Jetzt habe ich hier die erste Bone-Armor. Die kann man auch noch weiter combinen übrigens. So, wo ist sie? Guck mich an. Ich habe das erste Stück Bone Armor an. Ich habe das zweite Stück Bone Armor an. Ach krass, du hast so ein Knieschutz. Nee, du hast... Ach krass, du hast schon was an der Brust und an der Hand. Wir sind völlig bekloppte Typen, ey. Ich würde uns so ungern im Dunkeln begegnen. Wir begegnen uns im Dunkeln. Hier liegt ein Kopf rum. Gall Collect. Aber ich muss doch irgendwas essen können von dem Zeug. Das musst du doch grillen. Nochmal grillen. Jetzt habe ich auch mein zweites Stück Bone Armor. Du hast hier dieses schäbige Fleisch und das musst du dann noch kochen. Ist ein bisschen blöd, dass man das einzeln auswählen muss. Ja, das ist komisch, ne? Dass man das nicht direkt irgendwie. Sehe ich das eigentlich richtig, dass wir jetzt, also wir kämpfen gegen Kannibalen, indem wir sie essen, ja? Ja. Oh, jetzt ist es auch gar. Kannibalen. Ja, was ist jetzt das Problem? Wir kämpfen ja nicht gegen die Kannibalen, weil wir die Kannibalen jetzt irgendwie für generell was irgendwie was Schlechtes halten. Ach so. Sondern wir kämpfen ja nur gegen die, weil die uns angreifen. Okay, das kleine Fleisch kann man übrigens nicht aufhängen. Muss man braten. Also ich würde jetzt auch nicht gegen die kämpfen, wenn die nicht mich belästigen würden. Aber wir essen sie doch auch.
Ja gut, das ist ja den Umständen geschuldet. Alter, du siehst so witzig aus, ne? Du hast jetzt einen kompletten Torso aus Knochen, aber deine linke Hand ist ein Farn. Hä? Wie kombiniere ich denn die... Das verstehe ich. Also manchmal verstehe ich das Crafting-System nicht so richtig. Ich habe jetzt zum Beispiel die Zähne. Die würde ich mit... Ja. Und da steht, dass man, wenn man die mit der Axt... Man könnte die mit der Axt kombinieren, um die, den Schaden und den... Ja. Oder mal, Speedplay... Nee, da fehlt da noch was. Ja, aber wenn ich die Axt dazulege, dann ist sofort gleich die ganze Crafting-Möglichkeit weg. Nee, wenn ich die Axt und einen Zahn zusammenlege... Nee, oh, Moment, du musst erst die Axt und dann den Zahn. Die Reihenfolge ist wichtig. So, nochmal. Also, erst die Axt, dann den Zahn. Holter Zahn. Ja, und wie viele Zähne brauche ich dafür? Ich habe keine Ahnung, ich kann ihn nicht kombinieren. Wenn ich die Axt hinlege und den Zahn dazu packe, kann ich das nicht kombinieren. Ach, ich brauche das, was ist ein Tree-Sap? Ist das Harz? Ja, das habe ich aber. Das kann ich, kann den Zahn kombinieren mit dem Harz und mit der Axt. Und dann habe ich jetzt eine schärfere Axt. Ja, die kann ich auch machen. Mhm. Okay, also langsam. Also ich habe meine hat jetzt die Flasche und den Zahn. Ich würde trotzdem gerne immer noch wissen, wie man... Oh, ich kann das auch. Man kann das immer wieder machen, ne? Ja, du kannst es immer wieder kombinieren. Aber passiert dann noch was? Ja, die hat jetzt 14 Zahnzeichen. Aber ich habe kein Harz mehr. Kriege ich Harz einfach so, wenn ich auf einen Baum raufhaue? Nee, ja, ne? Ja. Ach doch, du kannst, man kann später auch so einen Baumbehälter bauen. Okay. Mein Gott, das ist auch alles wieder... verrückt ein bisschen. Ich würde trotzdem immer noch gerne den Speer bauen. Wie baue ich den Speer? Ich schnall nicht, wie ich den Speer baue. Ja, vor allem, ich wundere mich halt, dass ich plötzlich einfach einen hatte, ne? Vielleicht hast du den auch irgendwo von irgendwas gefunden. Also, unser Feuer ist übrigens wieder kaputt. Lass mal wieder restore. Ich schnall das nicht. Ja, bleiben wir jetzt einfach wach, eigentlich? Mach mal durch, meinst du? Ja, wir sind ja fit und jetzt schlafen wäre ja auch Quatsch. Ich habe unfassbaren Hunger, warte, ich muss mal was essen. Ja, dann lass doch einfach mal speichern, weil wir sind jetzt auch schon wieder bei einer sehr langen Folge. Das stimmt. Also, aber kann es sein, dass das Essen echt nicht mehr so wahnsinnig viel bringt? Also es sättigt kaum. Wo ist es denn jetzt hin? Ich habe es gegessen. Alles? Ja, und ich bin nur halb satt. Was bin ich denn für ein verfressenes Menschlein geworden? Das frag ich dich. Oh, jetzt bin ich gerade... Alex hat geschrieben, das habe ich verpasst. Low on health. Ich nehme mal Medizin. Jetzt bin ich wieder gesund on health. Und dann gehen wir hier in die Hütte und speicher mal. Weil dann können wir kurz Tschüss sagen und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Mach mal. Oder? Wir hätten auch vor der Tür Tschüss sagen können, so ist nicht. Nee, wir müssen erst speichern. Man darf die Gäste auch vor der Tür verabschieden. So. Balja. Gut. Dann, also es ist auf jeden Fall ist eine Steigerung von Mal zu Mal. Das ist auf jeden Fall wirklich abgefahren. Steckt sogar ein Zahn in der Axt drin. Oder sieht das nur so aus? Täuscht das? Nee, irgendwie sieht das... Es sieht so ein bisschen so aus. Ich weiß nicht. Na gut, wie auch immer. Guck mal, ich habe das hier noch. Beim nächsten Mal. Ah, hier, guck mal, hast du das schon gesehen? Was denn? Was ist denn das? Was ist das denn? Das hab ich dem Typen eben abgenommen. Boah, das ist ja fies. Das ist ja fies. Das ist die Mega-Block-Axt. Ja, die hat maximales Blocken und ganz viel Damage. Alter, aber ganz wenig Speed. Alter. Das ist aber auch maximal eklig, ne? Ist ja schon klar. Ja, gut. Ja, das kann man so sagen. Jetzt machen wir mal Schluss hier. So, liebe Menschen, vielen Dank fürs Zugucken. Ciao. Bis gleich, ne?